Ich heiße Nessie und ich wohne in Schottland ganz tief in einem See. Kein Mensch hat mich hier je gesehen. Ich hab mich immer gut versteckt. Mitten in Schottland, südwestlich von Inverness, liegt in den Highlands der See Loch Ness. Der See ist in etwa so groß wie der Starnberger See, aber 37 Kilometer lang und im Mittel nur 1,6 Kilometer breit. Dafür ist er 230 Meter tief und enthält doppelt so viel Wasser. Er ist einer der größten Seen in Großbritannien. Loch Ness ist dadurch entstanden, dass sich während der Eiszeit vor 12.000 Jahren ein großer Gletscher durch ein Tal geschoben hat und so die heutige Form entstanden ist. Vor etwa 10.000 Jahren stiegen die Temperaturen an, das Eis begann zu schmelzen, der Gletscher verschwand und ein Süßwassersee entstand. Millionen Tonnen Gestein wurden mit transportiert und es entstand so ein Damm. Loch ist übrigens das schottisch-gälische Wort für See. Seit Urzeiten soll hier ein Monster hausen. Das erzählen Menschen seit mehr als 1500 Jahren. Über 1000 Mal wurde es in den letzten 100 Jahren gesehen. Alle Berichte und Fotografien haben sich bisher jedoch entweder als Fälschung oder als Irrtum erwiesen, trotz aller aufgeregten Sichtungen. An den Ufern des Loch Ness liegt Urquhart Castle, eine der ältesten Felsenburgen in Schottland. Der Name Urquhart stammt von dem in der Nähe gelegenen Ort Urquhart. Um 1230 konnte der schottische König Alexander II. Eine Revolte niederschlagen. Um seine Herrschaft zu sichern, übergab er diese Region an seinen Schwiegersohn Arlen Durward. Dieser begann mit der Errichtung einer strategisch günstig gelegenen Festung. Die Burg zählte in ihrer Blütezeit zu den größten in Schottland. Eine steinerne Ringmauer umgab ein weitläufiges Gelände und schützte so die innenliegenden Wohngebäude aus Holz. Mehrfach wechselte die Burg zwischen schottischen und englischen Besatzern. 1360 wurde die Anlage endgültig durch König Robert de Bruce unter schottische Kontrolle gebracht und immer weiter zu einer mittelalterlichen Festungsanlage ausgebaut. Im Laufe der folgenden 150 Jahre wurden viele der errichteten Gebäude jedoch stark beschädigt, als sich die Lords of the Isles des MacDonald Clans immer mal wieder gegen die schottische Krone stellten. Ab 1545 wurde die Burg als Verteidigungsanlage in großen Teilen aufgegeben und im 17. Jahrhundert endgültig verlassen und dem Verfall preisgegeben.